So, und herzlich willkommen zurück zu Consummate Missing World. Nachdem wir beim letzten Mal rausgefunden haben, das Ganze hier eine Anlage ist auf dem Garten und alles, dass alles drin ist, dass es Untergrund ist, machen wir jetzt mit dem dritten Kapitel weiter. Mal gucken, wie der ganze Spaß weitergeht. Also, Lothario, guten Morgen, Consummate. Der Name ist immer noch nicht passend, finde ich. So, sie fragt, wann sie nach draußen kann. Okay, er sagt, dass es ihm leid tut, aber sie kann im Moment nicht nach draußen. Alles klar. Kann ich vielleicht in die Bibliothek gehen, um vielleicht ein paar Informationen nachzusehen? Ich möchte ein paar Rezepte mir ansehen. Ich könnte vielleicht das Mittag heute vorbereiten. Das wäre super. Danke, dass du heute für mich kochen möchtest. Okay, er ist einverstanden. Das heißt, wir können in der Bibliothek mal nach dem Giftrezept nachsehen. Zum anderen vermutet sie ja, dass es in der Bibliothek irgendwas gibt, mit dem man nach draußen kommt. Ich würde aber gerne noch mal in den Garten gehen. Im Garten habe ich nämlich leider was übersehen, weil ich noch gerne nachholen wollte. Ich hoffe, ich kann das noch tun. Kann ich noch mal rein? Nee, okay. Sie können auch mal der Regen, das heißt, da einbrechen ist gerade nicht. Okay, vielleicht kommen wir noch mal auf die Farm. Ah, scheiße, okay. Nix da, okay. Wenn er sagt, also wenn er sich schon mal in die Bibliothek lässt, dann sollte sie da auf jeden Fall auch hingehen. So, wir müssten da sein eigentlich. Das ist ein bisschen ungewohnt, dass wir diesmal nicht automatisch rauslaufen. Okay, was haben wir denn jetzt hier alles? Aha. Okay, schon wieder nur so eine Bücherliste. Das ist interessant. Irgendein Notepad. Drucker. Ein paar Blumen bestimmt nur. Ja, Tisch, alles klar. Uhr. Okay, die tickt aber nicht mehr. Aber wir haben ja unsere Uhr. So, und jetzt laufen wir jetzt von diesen Leinwänden. Na eben, ne, ich will zuerst mal. War das hier in dem Raum, wo er die Leinwände hingeschmissen hat? Nee, ne? Gott, wie viel hatten der denn hier in Räume? Okay. Das wird vielleicht ein bisschen anstrengend, alles durchsuchen. Aber egal, ich nehme einfach Zeit. Mich hetzt ja jetzt hier nichts. Deswegen einfach mal hinsetzen, wenn ich es könnte. Okay, das sind seine ganzen Malereien. So, diese Blueprints sind das. Was? Okay, was auch immer. Das ist irgendein Gedicht mehr oder weniger. Keine Ahnung. Das war gerade ein bisschen viel auf einmal. Okay. Alles nur irgendwelche Geschichtsbücher oder eher Fantasiebücher, manche Götter. Was so richtig spannendes. Okay, sie kommt nicht in den Computer rein, wer hätte gedacht. Warum soll jemand hier eine Statue hinstellen? Das kann ich noch immer später machen, das spüre ich doch. Okay, kommt nicht rein. Wie man am besten Mädchen kennenlernt. Was man braucht, um zu heiraten. Liebesbriefe, was? Warte mal, was war das letzte? Single Dog Graduation Handbook. Ich sag nichts dazu. Und Girl Secrets. Mhm. Meisters Handbuch. Verzweiflung des Lebens ist da drin geschrieben. Kann ich mir vorstellen. Okay, hier bin ich schon mal durch. Ah. Die Tür hätte ich fast übersehen. Okay, das wäre so ein Tagebuch, mehr oder weniger. Es kommt mir vor, als ob ich lange, die Sonne schon lange nicht mehr gesehen hätte. Ich weiß, wie lange ich es noch weiterleben kann. Okay. Na, Bücher. Da ist Kaffee im Schubfach. Oh, in die Computer kommt sie rein. E-Mail im Computer. Meine liebe Tochter, Elena. Tut mir leid, aber wegen meiner Arbeit, I stand you up for 9 times. Ich weiß nicht, was das genau bedeuten soll, I stand you up.
So, was ist nochmal passiert? Da musste sie vielleicht gegen sie gehen, aber sobald der Auftrag erledigt ist, wird er sie entlohnen. Heartbeat. Was zum Teufel? Okay, das, warum nutzt sie jetzt nicht den Computer, um da draußen E-Mails zu schreiben? Ja, ist jetzt nicht vielleicht das nächste Sinnvolle. Okay, das haben wir schon gelesen. Okay. Wieder so ein Zettel. Schlaf ist Charme, genau, stimmt mehrmals. Viel zu oft. Okay, kommst nicht rein. Warum hat sie überhaupt mehrere Zimmer mit mehreren Computern da und geht's noch weiter, wenn er hier ganz alleine ist? Macht das überhaupt Sinn? Wie man Menschen vermeidet, das bevor ich kann lesen. Keyboard Man, okay. The Meaning of Life, Bedeutung des Lebens. Okay, Bedeutung des Lebens, William Eishockey bekommen. Cool. Aha. Was zum Teufel? Da ist ein Todeswunsch-Kaffee. Hat er seinen Kaffee vergiftet für den Fall? Was zum Teufel? Okay, vielleicht kommen sie hier rein. Rock and Roll. Also ja, das ist bestimmt das Beruf von Rock'n'Roller. Nur wo sind die Leute alle? Was zum Teufel treibt der Typ hier? Noch mehr Bücher. Boah, was? Ich hätte mal lesen sollen. Concentrate. Meticulous. Also, das sind Büros unterschiedlicher Leute. Aber wo die Leute sind, bleibt ungeklärt für jetzt. Okay, ja, und hier oben ist dann so ein Versammlungsraum. Okay, nichts drauf geschrieben, aber noch ein paar Kreideenden. Die könnten vielleicht noch einmal so lang benutzt sein. Jetzt sowas malen können oder sowas wäre ganz cool gewesen. So, eine Karte. Big Bang, the Big Bang. Ah, okay, Urknall. Also ein Buch über den Urknall sozusagen. Okay, gut, die einzelnen Räume sind wir alle durch. Also waren wir irgendwelche Büros, irgendwelchen Leuten, die jetzt verschwunden sind. Okay, hier sind haufenweise. Praise the Sun. Haufenweise Bücher. Divination, Johör. Also opfere dich, ja. Okay, das könnte anstrengend werden, das alles zu überlesen. Vom Anfang bis zum Ende. Formel des Himmels. Was? Was will der Spieler? Das klingt ganz geil. Gute Spiele machen Geld. Oder das Geld entscheidet, wie gut das Spiel wird. Das ist wohl wahr, mehr oder weniger. Mit einem ordentlichen Budget kannst du natürlich viel mehr rausholen, als wenn du sowas wie hier machst. Fairy Tale Collection. Okay, ist ja alles Easter Eggs. Eine Billion Wünsche, 1 bis 100. 100, 1 bis 200, 1 bis 300, 1 bis 400. Ach ne, why ist halt, wo ist das Wünsche? Hä? Sie hat 1 Million, also 1 Billion Whys in einer Minute gelesen. Gott, ist das schlecht. Das muss das unbedingt sein, oder? Oh fuck, was hab ich getan? Okay, schon wieder. Irgendein Gedichtszeug. Will ich mir selber nicht durchlesen. Ist doch alles ein bisschen anstrengend ist. Ich gehe die Regale gleich. Oh Gott, fertig durch.
Alter. Das wird anstrengend. Ich gehe jetzt so durch und ist da bestimmt was Wichtiges dabei ist. Okay, hier ist sogar den Mittler nach und nach die Lust ausgegangen. Was? Große Gedanken sind ist quasi den Strick, den du legen wirst, der so von der Decke hängt sozusagen. Killer Tennis. Was zum Teufel? Was ist das? Queen Bee, okay, der hat hier auf jeden Fall relativ komische Bücher rumstehen, der Typ. Lilly 100%. Good Cook, ne, God Cook. Super Mario. Kochbücher so auch. Big Baby Slime. Nein, ich hätte gern das Rezept fürs Gift. Was? Seinen Ohren zu kratzen ist besser als an den Füßen zu kratzen. Klar. Was man ihn glücklich macht. Wenn man nicht krank wird. Oh, hier, das unten könnte ein Thumbnail werden. Schock. 10 natürliche Krankheiten, die du kennen solltest. Das ist absolut mal Thumbnail. Wenn ich von mir habe. Schönes Essen ist tödlich. Dunkles Essen. Ja, komm. How to make a dish looks great. Okay. Hier geht es also darum, wie man ein Essen gut aussehen lässt. Zwischen Puder und Parsley und okay, Parsley, irgendwelche Dekorationen, ich weiß nicht genau, was es ist. Sieht direkt 5-mal besser aus. Cellaphone XXX. Was? Ich hab's fast geglaubt, hä? Ich würde es gern nochmal lesen. Cellaphone XXX. X, was? Verstehe ich nicht ganz. Ah, hier, okay, wir haben was gefunden. Chinesisch Essen, japanisches Essen, westliches Essen. Lernen wir mal was. Okay, fangen wir das einfach an. Das sieht einfach genug aus. Aha, mit gebratenem Reis. Okay, jetzt steht das ganze Rezept. Sehr fein. Das geht mich jetzt nichts an. Okay, cool. Wir haben gebratenen Reis gelernt. Gekochten Reis oder was auch immer. Okay, irgendwelche Geschichtsleute. Wie hart es ist zu leben. Was das hier zwischen Menschen und Fischen ist. Sehr, sehr toll. Was ist das? Schluck, Schluck war auch ein Buch. Geburt, also Störung. Learn to buckle with Billy Harrington. Ja, da. Ist das homosexuell? Ist das vielleicht im falschen Bücherregal? Lol. Aha. Wahrheit der Wahrheit. Alter, alleine die ganzen Büchertitel. Es steht so viel Arbeit in dem Spiel drin. Großes Ich. Weg des Bösen. Okay. Okay, und Zeitreise natürlich auch. Ja gut, das war alles ganz cool, aber ich hätte ja gern das Giftrezept gesehen. Okay, hier sind so Spezialvitrinen. Vielleicht ist hier irgendwas. Meisterstücke, irgendwas. Irgendwelche Sportdinger. Gitas Weltrekorde. Was ist Weltrekorde? Man steht da immer, ja, ihr sterblichen Folgt mir in den Abgrund. Okay, also diese Gita hat 5000 Männer für einen Weltrekord zusammengeholt. Superhelden von der ganzen Welt.
sollen ihr Blut und Fleisch benutzen, um zu demonstrieren, wie Muskeln gemacht sind. Krass. Sie haben innerhalb von einer Stunde es geschafft, 15 Kilogramm Muskeln oder irgendwas zu bekommen. Was? Okay, das ich sollte vielleicht. Ja, das sehe ich auch so. Das war wirklich genug. Zu scheiße. Also, ich habe irgendwie einen Riesen gespawnt mit einem Riesenpenis. Hervorragend. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Okay, das war alles ganz cool. Wir haben gelernt, wie man kochen kann, aber. Was ist mit der Nachricht, die wir in den Papierkorb gefunden haben? Von wegen hoch, hoch und dann dahinter irgendwas. Außerdem haben wir auch noch diese seltsame Statue. Ich quatsche mal die Wände an, hoffen, dass irgendwas Gutes dabei ist. Speicher nochmal. So. Na gut, überschreiben war vielleicht nicht ganz so klug, ja. Das passt schon so. Ah, alles hier nur feinste Deko.